Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Eines schönen Tages. Wow, so schön. What's happening? Oh no! Baby Bowser und Kamek hatten von der Traumsonne gehört und wollten sie haben. Wir sind also frei. Who are you? Oh no! Los Yoshis! Schaff das! Die ganzen Kristallsplitter sind auf der ganzen Map jetzt verflogen und verteilt worden. Das gab es ja noch nie in einem Videospiel. Neue Ideen und so. Als die Yoshis zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die armen Yoshis sind ganz verloren. Oh nein, die Traumjuwelen sind weg! Und die Traumsonne sieht ganz unglücklich aus. Das ist schlimm. Die Juwelen müssen zurückgebracht werden. Schau mal, das ist aus Paper Mario. Glaubst du, wir können das drehen? Wo dieser Weg wohl hinführt? Vielleicht finden wir die Juwelen, wenn wir diesem Weg folgen? Fragezeichen. Die Yoshis scheinen zu beraten, wer sich auf die Suche machen soll. Da das hier ein geplantes Singleplayer-Display ist und kein Multiplayer, werde ich das alles hier in einem Singleplayer-Display packen und vielleicht werde ich mir ein paar Folgen, eventuell, wenn ihr Bock drauf hättet, Multiplayer spielen. Aber geplant ist es als Einzelplayer-Display. Yes! Echt ein Yoshi? Oh, das ist ja so wie Yoshi's Story. Ui. Ich würde sagen, wir nehmen den Grün einfach, weil der Standard-Yoshi halt ist. Er ist halt der man nimmt. So. Erste Folge. Nehmen wir auf jeden Fall den Yoshi, den Grün. Yoshi, juhu. Yoshi. Dann ist es also soweit. Praise the Lord. Die anderen Yoshis passen auf die Traumsonne auf. Ihr wird nichts passieren. Oh, da bin ich aber beruhigt. Das Abenteuer der Juwelensuche kann beginnen. Yahoo! Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Ja, das stimmt. Dann schnell finden wir die Juwelen von den Yoshis. Ich weiß nicht genau, was für Stimme ich denen geben soll. Okay, lasst mich in Ruhe. Ich spiele das erste Mal ein Yoshi Let's Play. Ich mache zum ersten Mal Yoshi Let's Play. Ich habe schon Yoshi-Spiele gespielt. Ich habe schon alle Spiele gespielt. Ja, ich will auf jeden Fall sagen, erstmal willkommen zu meinem Yoshi Let's Play. Ungefähr 5 Minuten drin und ich habe noch nicht mal Hallo gesagt. Hi Leute! Hey! Umarmung! Wie geht's euch so? Hey, willkommen zu Yoshis Crafted World. Yoshi, du musst nicht eigentlich einschlafen, ja? Ich will nur Hallo sagen. Hier ist das erste Level. Ich habe das by the way vorher schon aufgenommen, aber das Ding war halt, dass meine Aufnahme einfach kaputt war. Frag mich nicht wieso. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt gerade wieder kaputt ist, dann weiß ich nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Dann bin ich traurig, ja. Ich hatte ein wenig gespielt. Ich hatte diese Fläche, wo wir gerade drauf sind, bin ich gespielt. Aber nicht allzu weit, also keine Sorge, das ist ja noch alles 90% blind. Ja, auf jeden Fall mehr. So, was bist du eigentlich hier? Ich bin spazieren. Versuche später nochmal, ja? Bruno, Barrikaton. Yo, Bruno, okay, Barrikaton, wir sehen uns später. Wir fangen an mit Level 1, Dampflokrennen. By the way, wenn wir das Spiel 100% spielen, werden alles sammeln, außer die Kostüme. Da werde ich mir mal gucken, ob ich die überhaupt alle sammeln will. Ich denke mal, ich werde schon alle Kostüme sammeln,
Außer die Amiibo-Kostüme. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Oh, das sieht so schön aus, der Ladevorgang. Ladescreen ist so schön. Hui. Yoshi, let's go! Was? Ey! Wer hat gesagt, dass ich im Typ A-Modus spielen will? Ich nicht. So. So gefällt es mir noch viel besser. Ja. Ja, genau. So will ich das haben. Ich finde dieses Spiel einfach so süß. Oh, ich kann die Kuh abschießen. Ein Treffer. Ui, nice. Kann ich hier hinten was abschießen? Das Neue in diesem Yoshi-Spiel ist einfach, dass man den hinteren abschießen kann. Krass. Und das alles jetzt aus Pappe besteht. Nicht aus Wolle, so wie letztem Spiel. Diesmal aus Pappe. Nintendo Labo Werbung. Wahrscheinlich. So, was bist du eigentlich? Warum lächelst du mich an? Was bist du denn bloß, Bruder? Flatterflug. Halte B gedrückt, damit Yoshi in der Luft flattert. Oh, was? Der kann flattern. Ja, der kann unendlich flattern. Aber ich habe das Gefühl, dass von Yoshi-Spiel zu Yoshi-Spiel flattert der so ein wenig Delay. Also man kann nicht so richtig hintereinander schweben, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Bam, was hast du? Okay, ein Treffer. Ich kenne die, by the way, die Demo, die habe ich schon mal gespielt. Also ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe sie auf jeden Fall bei jemandem gesehen. Oh, die erste Sonne. Aber ich habe sie selber noch nicht gespielt. Oh, warte, wir brauchen erstmal ein Ei. Ein süßes Eichen. Ist irgendwo noch ein Gegner? Nee, ich habe die Gegner schon verspeist. Oh, das ist natürlich blöd. Ui, das ist aber wichtig, ja? Ui, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Ah, den nicht killen? Den müssen wir annehmen. So, ich will dich bewegen. Heia! Yes! Satisfied! Juhu! Wahrscheinlich gibt es hier Leute, die gerade neu auf meinem Kanal sind. Hey, willkommen! Ich mache sehr einzigartigen, sehr seltsamen, meine ich natürlich, Content. Ja, wie auch immer. Eilegen! Nachdem Yoshi einen Gegner mit Y verschluckt hat, legt er ein Ei. Ja, normalerweise war das früher. Ups. Normalerweise war früher das so. War das früher so, dass Yoshi den erstmal noch in der Mund hatte. Im Mund hatte, und dann muss man ihn unten drücken. Was ich besser fand, weil. Dann konnte man den, während er im Mund hat, so wie so ein neuntes. Man kann normalerweise, glaube ich, nur 6 Eier heben, mitnehmen. Und dann hatte man so ein extra Ei noch im Mund. Und das war cool. Ja, ihr seht ja, wenn ich jetzt nochmal einnehme, geht es einfach durch die Wand durch. Ja. Und bei dieser Röhre, da kommen so viele Shy Guys raus, wie wir brauchen. Ja. Hier ist es anscheinend anders. Anscheinend kommt hier so viele raus, wie die wollen. Normalerweise war das so, dass es, als hier so viele kommen, bis man keine Eier mehr braucht. Weil sich ein Scheiger waren. Ein Ei werfen! Yo! Hat das schon da? Drücke A, damit ein Fadenkreuz erscheint. Zieh dir mit dem Chibi-Pette und wirf das Ei mit A. Yeah! Dann ist eine Kuh, die kann man abschießen. Genau, man kann den Hintergrund einfach abschießen. Ups. Oh Leute, das wollte ich gar nicht. Oh nein! Oh nein! Ich wollte das gar nicht! Ey, wenn der Blödmann jetzt noch irgendwas hat, ne? Dann geht's aber richtig auf die Nuss, du. Nom, nom, nom. Okay. Hui, ein Geschenk. Hui! Ah, ich muss die gar nicht einsammeln. Ich krieg die sofort. Ui, da war sogar eine rote Mütze drin. Verdammt. So. Nein, ich will das ja amüsieren. Ja! Danke! Leben! Habt ihr den Baum gesehen? Ein Ei irgendwo hinwerfen! Ja, irgendwo hin! Ja, ich kann ein Ei überall hinwerfen! Ziehen mit dem Steuerkreuz, nicht Steuerkreuz, aber mit dem Schiebepads! Und drücke danach! Wie so ein Vollidiot, der es noch nicht wusste! Hui! Und hui! Der arme Schreiger hat nur so eine Blume in der Hand! Ey, ich brauche hier! Bei diesen Blöcken kann man einfach seine Eier wieder auffahren! Manchmal kriegt man auch blaue Eier und was auch immer, was für farbige Eier. Die Kuh kann ich abschießen, ne? Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Quest für, ne? Das habe ich in der Demo, glaube ich, gesehen. Bin ich durchgescrollt bei so einem Demo, bei so einem Video, wenn jemand die Demo gespielt hat. Ich wollte die extra nicht spielen, damit ich das Spiel blind mit euch spiele, aber ich hatte das ja dann doch nochmal das erste Level gespielt, weil wegen Aufnahme. Aber darüber reden wir nicht. Das ist nämlich langweilig, wenn man über sowas redet. So, hui! Rote Minze, du? Nichts. Du? Nichts. Nein, mir egal. Hui, ich bin jetzt sogar belohnt. Okay, aufpassen. Oben, unten, es kommt nichts. Okay. Ach, ganz schön. Und zack. Hui. So, wie kommen wir hier rüber? Ganz einfach. Machen. Bam. Armer Scheigei, aber wir kommen rüber. Juhu. Hey.
sagen soll. Ui. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Das ist hier ein Checkpoint und da oben ist so eine Glocke aus Mario 3D World, was immer noch nicht auf der Switch ist. Oh, was ist denn jetzt los? Eine Cutscene? Hey, was du denkst, hier gibt es Juwelen. Vergiss es. Tatsächlich wirst du diesen Ort nie verlassen. Was? Warum? Warum denn? Ach ja, und Kamek, du hast dich mir nicht schrecklich angehört. Ich würde denen mal einen Hustenbonbon empfehlen. Was machst du da? Kamek, ich komme nicht mehr zurück. Ohne einen Zucker so keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen. Ich gehe erst meinen Duden holen. Okay, interessant, schätze ich. Oh, guck dir dieses Haus an, wie süß das aussieht. Oh, das Spiel ist eines der süßesten Spiele, die ich bisher gespielt habe. Ja, was bist du? Ach, du bist eins der Teile. Okay. Manchmal sieht er einfach irgendwelche Sachen an, dann wundere ich mich, was denn. Tschu. 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 Yes. Kommst her. Und bam. Nice, Leben. Jetzt haben wir genug. Du kommst her. Die schießen wir dort rein. Money Rain. Find ich nice. Na, nice. Oh yeah. Was ich bei mir gesehen habe, ist, dass es jetzt neuerdings so eine Mission gibt. Und zwar hier ist es zum Beispiel schnappe 100 Münzen. Da habe ich ganz knapp noch so geschafft. Oh, guck dir das an, wie schön das aussieht. Ich will das gar nicht kaputt machen. Das sieht so schön aus. Oh, Mann. Blödes Spiel. Ich will dieses schöne Grafik nicht gebunden haben. So, gibt's hier noch irgendwas? Kann ich eigentlich lang? Nö, kann ich nicht. Okay. Warte, kann ich das irgendwie kaputt machen? Heia! Oh, kann ich! Juhu! Das ist das Ziel! Das geht, das ist die Lösung des Rätsels. Was auch immer, ich kann nicht reden, ich bin dumm! Hihi, ei! Komm auf meinen Kanal! Ich fange erstmal von da rechts an. So, ich kann mir gerade rüber. Okay, was gibt's denn hier? Bam! Ui! Okay, hier gibt's nur Leben. Ich hoffe, bei dem anderen Piratenpflanzen gibt's nur Leben, weil sonst bin ich sehr. Am Hinterteil. Ja. Hui. Oh, ich finde die Musik so schön. Ich hoffe, by the way, falls irgendwas mit der Audio ist oder mit dem Video oder was auch immer, welches wird auf jeden Fall in der nächsten Runde oder in der übernächsten Folge wenig was geändert. Ich versuche mir nicht schnell zu reden, aber ich merke gerade, dass das nicht so gut funktioniert, deshalb lasse ich es lieber. LOL, ich kann die Dinger einfach wie die Poochie Puffs schmeißen. Habt ihr unendlich dann. Ja, ist das cool. Ich spiele das alles im Classic Mode, nicht im entspannten Modus mit den Flügeln. Aber wir sind Pros im Spiel, ja. Wir brauchen so einen Noob-Modus. Ich nicht. Oh, die armen Schrei-Guys. Oh, das ist so cool. Und nein, ich. Oh. Alles gut. Bin das nur ich oder flackert das hier so wenig? Wie auch immer. Hier oben ist noch was. Oh, Money. Yes, wir haben alles. Ah, wie viel aber noch eine Blume? Ich weiß, wo die ist. Da habe ich durchgescrollt im Video und habe ich gesehen, wo die ist. So, jetzt können wir hier die Teile aufbauen. So, was habe ich da? Dieses Rad. Das Rad kommt da unten hin. Die Dose kommt dahin. Und das Häuschen kommt irgendwo hin. Genau da. Ja, genau. Ah, genau. Okay. Habe ich ein Ticket dabei? Naja, muss er ja nicht wissen. Let's go! Guck dich das an. Oh. So, jetzt aufpassen, weil irgendwas kann man jetzt abschießen, glaube ich. Dich kann ich abschießen? Na verdammt! Nicht geschafft. Ich muss aber aufpassen, wie viel ich schieße. An den Baum. Bam. Da gab es nicht eine Blume? Ach, hier ist eine. Was? Die ist im Hintergrund. Nein! Darüber sprechen wir bitte nicht. Das ist gerade nicht passiert, okay? Das ist. Warum ist das gerade passiert? Ich dachte, das wäre im Vordergrund. Das sieht so aus, als wäre es im Vordergrund, oder nicht? Okay, jetzt habe ich zumindest. Egal. Ihr habt es nicht gesehen. Ich bin einfach alle mit Animationen, die gerade kamen, einfach ein jetzt. Und ja, juhu, wir haben jetzt alle 100%. Das ist gerade im einen Run. Das ist gerade der gleiche Run, genau. Yay! Und hier ist das Ende. Juhu, Johannes!
So, und jetzt, wo ich 100% habe, kann ich euch sagen, dass ich gesehen habe, dass sie da oben ist wieder 8 von 8. Und wenn ich jetzt in mein Menü gehe, dann seht ihr da oben links 8 von 8, also nicht 8 von 8, aber ihr seht da 8 Blumen. Ich denke mal, wir werden jetzt die Blumen noch gebrauchen können, zum Beispiel für den Shop, für neue Kostüme oder so, schätze ich mal. Bin mir nicht sicher, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall machen wir jetzt einfach weiter, auch wenn die Folge schon nicht länger ist, als ich dachte. So, wir können ja nicht schon weiter, aber ich will sehen, was das hier ist. Wunderballautomat, wirf eine Münze ein und dreh den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl werden? Wenn du ein Outfit erhältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es anzuprobieren. Das hier werden wir aber in der nächsten Folge machen, da ich, das hier ist gerade ein zweiter Speicherstand, weil ich kann das Spiel nicht löschen. Ich weiß nicht wie, das weiß noch niemand und ja, deshalb werden wir das in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, das stört nicht. Aber als nächstes geht's zu Octodox, okay? Das kenne ich doch nicht, ja. Was bist du denn für ein Süßer? Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur eine Grinseblume. Jo, hier, Bruder, ich geb deine. Ich hab 8 Stück. Juhu! Fuel 100. Vielen Dank, ich fühle mich wie frisch gepresst. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurücktreten. Okay. Octodox, herzlich willkommen. Hui, nach dieser Blume fühle ich mich viel besser. Mein Name ist Benny. Benny Barrigaton. Gefaltet, nicht geknickt. Und selbst? Jo, ich bin Yoshi, suche nach Splittern. Yoshi also, was machst du denn hier? Hab ich dir gerade gesagt, ich suche nach Splittern. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, hm? Ja, Klugscheißer. Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Ja, wo ist da? Mal schauen. Okay. Ich glaube, es ist irgendwo hier runtergekommen. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher darauf. Viel Glück. Danke, Bruder. Weil ich zumindest, wie weit ich noch gehen muss, bis der erste Welt zu Ende ist. Yo, wir machen dieser Folge noch das Level hier. Viel Fisch. Aquarium. Anscheinend ist ja alles das Gleiche. Also von den Requirements. Dann fangen wir doch mal an, ja. Nach dem wunderschönen, süßen Ladescreen. Ich finde es immer noch so cute. Ich schneide das nicht raus. Das ist so schön. Das kann man nicht rausschneiden. Juhu! Oh, das sieht so cute aus. Oh, Koopas! Wow, 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 ey, Bruder, Bruder, Bruder. Nein, Bruder, was bist du so aggressiv? So, bam. Okay. LOL! Oh, ist das cute! Man kann ja einfach, wenn man hier nach oben springen will, dann springt man hier einfach durch. Das Ding geht so nach oben. Oh, ist das cool. Hier ist irgendwas. Hä? Oh, ich hab keine Eier. Normalerweise habe ich immer Eier, aber jetzt habe ich anscheinend keine mehr. Naja, also. Naja, lass mir das einmal. So, jetzt habe ich aber welche. Kann ich das irgendwie abschießen oder so? Ah, das ist hier! Ah, ach so, natürlich, klar. Er hat da keine Red Coin dabei, habe ich gesehen. Aber immerhin, Münzen nehme ich keine an, schätze ich mal. Und du? Staffelattacke, neige während eines Sprungs das Schiebebett nach unten, um eine legendäre Staffelattacke auszuführen. Hi-ja! Ich spiele mal mit Steuerkreuz, bin ich besser. Ja! Ja, und ja! Oh, ein Red Coin. Die erste. Ja. Okay. Wo bist du jetzt? Ja, ich hab ihn umgebracht. Oh shit, ich hab den Koopa umgebracht. Sorry, Bro. Wollte ich nicht. Ist wirklich nichts? Ich hab bei Raider Spiel. Ich hab das nämlich heute geholt. Heute ist es rausgekommen. Und ich dachte mir so. Ich nehme es am besten schnell auf. Und dann passt alles und kommt es ungefähr 16 Uhr online. Nö, jetzt haben wir gerade irgendwas mit 16 Uhr und ich nehme es gerade auf wegen der verkackten Aufnahme. Zum Glück habe ich das noch früh genug bemerkt, aber trotzdem hat mich das richtig aufgeregt und es regt mich immer noch auf. So, ich will dir kurz was zeigen. Weil ich habe gemerkt, dass man die Koopas einfach so in den Mund nehmen kann. Und wahrscheinlich war einfach, weil man die nicht zum Ei machen kann, aber das hier konnte man früher mit jedem Gegner machen, das ja. Yeah. So, ich muss auf jeden Fall jetzt ganz viele Herzen sammeln, weil ich habe mich treffen lassen leider. Normalerweise habe ich hier dieses Kostüm an und das Kostüm
Das hat so einen Schutz. Aber das werde ich erst noch mal sehen, in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ich raste das nicht aus, bitte. Ich kann doch nicht so viel, dass meine Folge abgespielt ist. Ehrlich nicht. Haja! Okay. Wow. Wow, 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 hey, hey, Bruder, Bruder. Ich will drauf, ich will drauf. Okay. Oh, das Spiel ist schon süß. Ach, das Spiel ist schon super süß. Okay. Jo, also auf jeden Fall habe ich heute im Release-Tag das Spiel geholt. Ich dachte mir so, yo, das wird wahrscheinlich die 60 Euro kosten, das Spiel. Ich nehme aber zur Sicherheit mal 65 Euro mit, weil ich kenne mich. Am Ende raste ich noch richtig aus und bin mega angry, weil das Spiel am Ende sonst noch zu viel kostet. Oh man, ich wollte den One-Up oder sowas ähnliches bekommen. Oh Gott, ich bin gerade richtig schlecht. Schlechte. Was ist denn jetzt los? Hä, was passiert? War das aktiviert? Hey, yay! Ach komm! Das ist doch so blöd. Oh, das ärgert mich gerade so sehr, dass ich hier kein Outfit habe, weil es ist einfach viel einfacher. Auf jeden Fall, was war dann am Ende, als ich dann 65 Euro dabei hatte und ich erwartet habe, dass ich 60 Euro ausgebe? Das Spiel kostet 50 Euro. 50. Das hatte ich echt nicht erwartet. Aber hey, habe ich jetzt noch 15 Euro übrig. Ist doch super. Was bist du? Blaue Münzen. Sind die mehr wert? Nö. Einfach auf Zeitmünzen. Oh doch, das war wichtig! Ja, ich hab alles. Juhu. Ja. Okay, was gibt's hier? Kann man was im Hintergrund abschießen? Oh, man kann dich abschießen. Okay, was kann man hier noch so abschießen? Achso, der Gegner. Achso, klar. Ansonsten nichts? Alles klar. Okay. Zack. Und wenn ich in dieser Folge noch dieses Level 2 nicht spiele, dann werden wir in der nächsten Folge meinen Hauptaccount nehmen. Den ich eigentlich schon voraufgenommen habe. So, das weiß ich. Man jetzt hier reinschießen kann, weil ich bin nicht dumm. Ist nicht so, als hätte ich dafür 10 Minuten oder so gebraucht. Vorher, nee, armes Ei ist despawned. Ein Like, ein Herz für das despawnte Ei. Wir werden es zurückerobern irgendwann. Bang. Ui, ui, Money Rain, juhu. Wow. Ey, lasst mich in Ruhe, Bros. Lasst mich in Ruhe. Money. Okay, nice. Hier ist noch was? Nein! Die Herzenquest, die habe ich eh schon gemacht. Ich werde euch ab nächster Folge noch einiges zeigen. Nächste Folge kommt mein direkt morgen. Und diese Folge ist etwas länger als normale Folgen, die ich sonst mache. Von Yoshi und so. Wie ich geplant habe. Okay. Aber Hilfe, nein. Okay, jetzt kein Grund. Achso, ich kann einfach bleiben. Ja, dann passt doch alles super. So, ihr werdet bitte zu Herzen, weil ich brauche dringend Herzen. Dankeschön. Wow, Kugelfisch. Schmeckt nie so gut. Ich kann ihn nicht verdauen. Schmeckt nie so geil. Zumindest nicht roh. Und? Mini-Münzchen! Juhu! Darf ich durch? Ja, danke schön. Lieber's. Okay, was gibt's hier? Kann man hier irgendwo den Hintergrund interagieren? Immer mal gucken. Bestimmt packen die hier irgendwas hin. In den Hintergrund. Wetten? Wetten, die packen hier irgendwas hin in den Hintergrund? Bestimmt. So, das haben wir schon wieder fast alle Leben. Das ist natürlich super. Zack! Oh, Bein, schnell. Yeah. Okay, was haben wir alles? Okay. So, wie geht's weiter? Kann ich nicht durch? Oh, doch, hier kann ich durch. Ui. Aber warte. Was bist du? Das sieht so auffällig. Ja, war doch klar. Ich konnte vorhin auch diesen anderen abschießen. Noch mehr Geld? Nur einmal. Okay. So, schönes Kimono, Girl. Hallo, wie geht's dir so? Okay, bye. Oh, ja. Die Grafik ist so schön. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, das Spiel sieht kacke aus. Das Spiel sieht null kacke aus. Das Spiel sieht super aus, ja? Du bist kacke. Oh, geroastet. Jetzt kommt die Mama. Oh, das ist mein Kind beleidigt. Jetzt gibt's auch jemand.
Alter, was ist denn los mit mir? Ich weiß es nicht. So, 19 von 20. Ist das dein Ernst? 19 von 20, 19 von 20. Nicht dein Ernst. Hier ist das Ziel bestimmt, oder? Ja, ich jetzt locker das Ziel, oder? Oh, wo hier sind noch Münzen? Ui. Pac-Man-Fische. Heia. Ich will alle Münzen, ich will alle Münzen. Vielleicht gibt's dafür was. Komm, die letzte rote Coin. Letzte Red Coin. Ja, komm schon, komm schon. Juhu, nichts, juhu. Oh, Yoshi ist so cute. Wenn ihr das Spiel auch cute findet, dann lasst mal ein Like da und dann werden wir mal kurz sehen, wie das alles hier ausgesehen hätte, hätte ich am Ende alles gehabt. Sehr blöd gelaufen, diese Folge hier. Mann, nur den Duden, Mike, Alter. So, Leute, ich durfte das jetzt ernsthaft nachgucken. Seht ihr das im Hintergrund hier? Seht ihr das? Seht ihr das? Wie kommt man auf sowas? Zweites Level und schon so ein aussehendes Verstärk. Ich durfte das jetzt wirklich nachgucken.